Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 9. Juni 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Wie du siehst, ich habe heute mal keine Karten ausgelegt, weil ich das gerne heute mit dir, mal so ganz spontan mit dir, machen möchte. Ich lade dich erstmal ganz herzlich ein, in der Energie meine Kristallschale einzutauchen und deine Fragen, deine Gedanken ganz und gar auf deinen Seelenpartner zu richten und mir diese Energie in meine Karten hier hineinzusenden. Also ich mische die Karten mit dir gemeinsam und dann decken wir die Karten auch gemeinsam auf. So, ich bitte dich, schließe die Augen. So, ich hoffe, du konntest dich gut auch entspannen und dich auf diese heutige Legung auch einstimmen. Und ich bitte dich jetzt, konzentriere dich ganz feste und ich beginne mit den Venuskarten. Und ich bitte den Universum hier, die Antworten zu geben. Antworten, die Hinweise. Hoppala. So. Oh, liebes Universum. Da sind zwei Karten gekommen. Wie geht es dem Seelenpartner, meine Zuschauerinnen und Zuschauer heute? Und was möchte diese Seelenpartner für dich sagen? Hoppala, da ist ja ein ganzer Stapel hier rausgekommen. Ich mische sie neu. Sekunde. Konzentriere dich bitte. So, was möchte er dir sagen? Hoppla. Und was blockiert deinen Wunschpartner? Oder wo ist die Blockade? Und da fliegt auch schon die Karte raus. So, meine Lieben, dann beginne ich, wie gewohnt, mit der ersten Karte, mit der Venuskarte. Und da kommt die Karte Vernetzung. Starke Gedankenkräfte, vereine das Licht in dir, bringe es zur Erde und strahle es aus.
also die Bedeutung der Karte. Eine Fülle an Gedanken und Ideen bewegen deinen Geist. Eine starke Lichtkraft erleuchtet dein Bewusstsein. Nimm deine Gedankenkräfte an, entwirre sie und nutze sie. Bringe deine Gedankenkräfte auf die Erde, mach sie dir nutzbar, indem du sie strukturierst und miteinander zu Einheit, zu einem schönen Netzwerk verwebst. So entspringt eine Kraft aus dir, die Neues entstehen lässt. Eine Kraft, die Menschen miteinander verbindet. Neue Begegnungen finden statt, neue Freundschaften entstehen und bestehende Beziehungen werden neu belebt. Auch aus deiner Ahnenreihe können hilfreiche Impulse kommen. All das Geschenk dir Geborgenheit. All das schenkt dir Geborgenheit. Also das muss ich auch nicht groß übersetzen. Bei deinem Seelenpartner geht es darum, also dass er sehr viele Gedanken hat und dass er halt seine Gedanken heute besonders ordnet und strukturiert und sie zu einer Einheit ordnet, ja, und dann entsteht so eine innere Zentriertheit, eine innere Kraft, die wirklich Menschen miteinander verbindet. Also es können auch neue Begegnungen stattfinden, auch Freundschaften entstehen und auch bestehende Beziehungen neu belebt werden. Also es können auch die Beziehungen zu dir, also der Beziehung zu dir neu belebt werden, weil da kommen auch hilfreiche Impulse und erfüllt bei dir die Geborgenheit. Also, was sagen die Engel heute? Welche Engel ist an seiner Seite? Engel für Liebe und Beziehungen. Ich lasse Liebe in meine Beziehungen fließen. Und Erzengel Uriel, mit deiner Hilfe lasse ich die Freude ein in mein Leben. Also heute ist also ganz gut gelaunt, Freude und besonders die Liebe und Beziehungen werden heute für ihn eine große Thema spielen. Ja, und da kommt nochmal von den Drachen, der Drachenfeuer. Ich lasse mich von kraftvollen Feuer meine Drachenfreude durchströmen. Also die Drachenfeuer, also die Freude von innen, das ist diese Urkraft. Also was von innen kommt, also so eine tiefe Verbundenheit, eine Urkraft, was aus deinem Seelenpartner hochkommt, also was ganz, ganz Positives und Belebendes. Jetzt schauen wir nochmal hier, was die Karten nochmal sagen. Engel der Liebe, lass Kontrollthemen los, erlaube diese Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Auch dein Seelenpartner wird aufgefordert, einfach eure Verbindung nicht mit Kopf einfach zu kontrollieren, sondern einfach frei fließen zu lassen, dass sich das ganz natürlich entwickelt. Also wenn der in der Freude ist und wenn er seine Gedanken ordnet, man kann nicht immer alles mit dem Kopf lösen, ja? Man kann halt positive Gedanken haben, aber nicht kontrollieren. Kontrollieren ist nicht so gut. Und dann, wenn man das loslässt, guck mal, da sagen die Engel ja. Und wenn du diese Karte anschaust, also jetzt deutlich ganz intuitiv, auf einer Hand siehst du hier die Sonne, der andere Hand siehst du hier den Mond. Also das deutet mir auch über tiefe Gefühle und Neuanfang allgemein, also sehr, sehr positive Karte und sagt auch für deinen Seelenpartner ja. Was sagen denn die aus dem Seelenpartner-Orakel kommt die Karte, ich liebe dich. Die sind sehr wichtige
Worte. Ja, also dein Seelenpartner liebt dich. Ja, und jetzt bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil ich die Karte zuvor nicht gesehen habe. Und da kommt die Versöhnung und Wiedervereinigung heute. Ja, also da kannst du dich schon positiv einstimmen, so auf dem Tag. Und für deinen Seelenpartner kommt auch noch die Botschaft, Amos Botschaften, bleib dir selbst treu. Also es kann jetzt auch sein, dass er dir das sagt. Bleib dir selbst treu, du bist gut, wie du bist, bleib dir selbst treu. Was möchte er dir nochmal sagen? So, und da kommt die Veränderung. Deinem Wunschpartner lasten tief sitzende Ängste auf seine Seele, die er in der hinterste Schublade seines Bewusstseins geschoben hat. Er möchte sich diese Thematiken derzeit nicht ansehen, wodurch er überhaupt nicht in seine Harmonie, Balance, geschweige denn zur Ruhe kommt. Er wird aber früher oder später an seinen Ängsten arbeiten müssen, und dann wird es aus ihm herausbrechen wie ein Vulkan. Habe Verständnis für ihn und seine Situation und habe Geduld. Also natürlich sind da bestimmte Themen, sind Themen bei uns allen. Und also unangenehme Themen schaut man auch ungern an. Und so ist das auch bei deinem Seelenpartner. Also er hat auch wirklich noch Ängste in sich, was du auch sicherlich auch bemerkt hast. Und ja, also du wirst hier noch gebeten um etwas Geduld. Aber wie gesagt, hier arbeitet schon ganz viel bei deinem Seelenpartner. Und hier kommt nochmal die Herzchakra, Liebe, Vertrauen, Hingabe und Vergebung. Das zögerliche Herz. Dein Wunschpartner blockiert sich selbst immer wieder. Bei euch geht es um Hauptthema der Aktivität und des Fortschritts. Das Hin und Her zwischen euch, die Stillstände und dann wieder plötzliche Meldungen haben ihre Ursache in seinen alten schmerzlichen Erfahrungen. Diese halten ihn davon ab, bei dir zu bleiben und diese Beziehung zu intensivieren. Er spult immer wieder den Film der Vergangenheit im Kopf ab, sobald du gewisse Themen antriggerst. Wenn du ihm zu nahe kommst, zieht er sofort eine Grenze, da er tief im Inneren noch nicht geheilt und deshalb so zögerlich ist. Es liegt nicht an dir, sondern an seinen ungelösten Problemen. Also ist hier die Herzchakra blockiert. So, dazu sage ich noch kurz etwas. Also morgen am 10. Juni beginnt auch mein neues Wochenangebot vor. Das werde ich dir auch vorstellen. Ich werde ein Liebesritual für euch beide machen und anbieten. Das stelle ich dann morgen vor, weil es auch morgen beginnt. Aber die schon darauf Interesse haben, die können sich das schon mal vorab vormerken. Es wird ein Liebesritual geben. Das wird immer nur für ein Seelenpaar stattfinden können am Tag. Wenn viel Interesse da ist, kann ich auch dieses Wochenangebot in der Länge ziehen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Also es kann nur ein Liebesritual stattfinden, weil das auch mehrere Stunden bedarf. Also ich werde das immer um 22.22 Uhr beginnen. Ich werde das schön gestalten, das stelle ich euch dann auch vor. Und das muss über das ganze Nacht wirken und bis nächsten Morgen lasse ich dann halt auch dieses Liebesritual für euch beide, damit dieses Zusammenkommen einfach stattfinden kann. Und
Es wird auch eine Energieübertragung geben mit Reiki für dich. Also das heißt für dich. Also mich haben auch viele Klienten angeschrieben oder hatte ich mit vielen, vielen Menschen Kontakt in dieser vergangenen Woche, die alle berichtet haben über Müdigkeit, Erschöpftheit, dass die einfach auch durch diesen Seelenpartnerprozess einfach zu müde und zu erschöpft waren, nicht mehr in ihre Kraft. Und wichtig ist, dass du wieder in deine Kraft bist, dass du auch körperlich und seelisch voll in deine Mitte bist, damit du auch diesen Prozess weitermachen kannst. Der Ritual findet davon abgesehen statt. Jede, die dieses Liebesritual buchen möchte, bekommt dann eine Ganzkörperbehandlung mit Reiki. So, das ist mein Angebot dann von 10. Juni bis, mal schauen, eine Woche, normalerweise bis 17. Wenn zu viel Interesse da ist oder viel Interesse eurerseits, dann verlängern wir das, überhaupt kein Problem, aber wie gesagt, immer nur einen Ritual kann ich am Tag durchführen. So, meine Lieben, ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.